Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Dungeon Lords. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir haben mit Emidual in der letzten Folge geredet gehabt und haben eine neue Quest gekriegt. Diese, beziehungsweise die haben wir eigentlich schon vorher gekriegt gehabt, diese restlichen Artefakte, ich glaube vier waren es noch, zu finden. Am besten erst das die Prinzessin Eowyn hat, die allerdings verschollen ist. Und wir sollen mit der einen reden, steht leider jetzt nicht da. Ah, wie hieß die? Straxoria oder irgend sowas. Die in den verbotenen Landen sein soll. Ich glaube, das ist unten bei Skuldon, glaube ich. Ja, aber die soll uns, glaube ich, nur was zu den Artefakten sagen. Wo Eowyn ist, keine Ahnung. Ich habe mir das überlegt gehabt. Gehen wir erstmal raus, damit wir jetzt was. Hoppala. Meister heißt euch willkommen. Sorry. Mein Meister. Gehen wir erstmal raus, damit wir die Karte haben. Ich weiß auch noch nicht, ob wir wieder nach Fernheim reinkommen. Oder ob wir erst diese Eowyn finden müssen, damit wir das erste oder das zweite Relikt haben. Ich könnte mir das vorstellen, dass wir das noch gar nicht machen können. Ja, das da sollten die verbotenen Landen sein. Skuldon. Und ich glaube, das hier sind die verbotenen Landen. Ja. Dazu müssten wir aber erstmal hier unten rauskommen. Und das ist, glaube ich, im Moment nicht der Fall, dass wir überhaupt nach Fernheim reinkommen. Ich weiß es aber nicht. Kann sein, dass wir reinkommen. Muss aber nicht. Meine Überlegung war jetzt, dass wir erstmal zu diesem Schrein gehen, der hier genau hier ist. Den aktivieren werden. Danach hier oben gehen, uns diese Gegend hier noch fertig anschauen. Und uns diese Gegend hier fertig anschauen. Das soll auch der Typ sein, zu dem Eowyn gehen sollte. Vielleicht erfahren wir da mehr. Das wäre auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Versuch, glaube ich. Und da wir denn einen Teleportschrein haben, wir haben ja auch hier diesen Mondstein. Machen wir mal den hier runter. Ich glaube, da brauchen wir auch nur einen im Gepäck zu haben. Und mit dem können wir dann die ganzen Schnellreisesysteme befahren, kann man eigentlich nicht sagen. Benutzen. Genau, das ist wichtig. Das klingt auch richtig. So, jetzt aktivieren wir den mal. So, und da haben wir jetzt schon wieder drei andere Sachen. Ah, ich muss es mir gar nicht aufschreiben. Ah, ist ja geil. Ich habe es mir ja aufgeschrieben gehabt. Diese Symbole hier für Talendor. Weil ich nicht wusste, dass man das hier einfach auswählen kann. Und hier unten haben wir jetzt auch weitere Symbole. Da haben wir jetzt, weil jetzt so ein gelbes Symbol ist, noch ein gelbes dazu gekriegt gehabt. Nicht schlecht. Okay, da muss ich es mir gar nicht aufschreiben, das ist umso besser. So, dann wollen wir rot, grün und blau aktivieren. Und jetzt kommen wir wieder nach Talendor. Ja, das gefällt mir, dass man es nicht aufschreiben muss, sondern dass man es sich einfach quasi aussuchen kann. Und trotzdem noch selber einmachen muss. Ihr wisst, was ich meine. Hoffe ich jedenfalls. So, Empfangskomitee. Level 4 Gegner. Die fallen ja schon um, wenn sie mich anschauen. Naja, egal. Schauen wir uns doch einfach mal hier unten weiter um. Da waren wir ja schon. Hier sollen wir ja die Relikte hinbringen. Ansonsten scheint hier tatsächlich nichts mehr groß zu sein. Na, gehen wir mal weiter nach Süden. Oh, was sind denn das für welche? Ach, das sind nur diese Magier. Das sah jetzt irgendwie ein bisschen seltsam aus. Mal diese blöden Marker wegkriegen. Habe ich eigentlich einfach hier? Glaube schon, oder? Wir machen auf jeden Fall gut Schaden. So. Das Gute an der Plattenrüstung zumindest ist, dass wir keine großen Probleme haben,
dass die so schnell kaputt gehen. Bei den Waffen sieht es einfach noch ein bisschen anders aus. Naja, aber egal. Wir haben es gut gemacht. Wir haben repariert gehabt. Da war ich jetzt echt nicht mehr sicher, ob wir es gemacht hatten oder nicht. Ja, kommen wir da gar nicht durch? Was sind denn das für nette Wesen? Ja doch, hier kommen wir durch. Was? Würm. Die können uns anscheinend betäuben. Aber halten auch nicht so viel aus. Die sehen gefährlicher aus, als sie sind. Ja, also aussehen tun die wirklich ziemlich, ziemlich viel. Ah, und sie haben sehr viel. Sie können Gift machen, sie können einen so machen, dass man nur noch hustet und nichts mehr machen kann. Und anscheinend auch einen relativ betäuben. Haben die denn was Schönes dabei? Dornenranken. Keine Ahnung, ob wir die noch brauchen. Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Teil ist zum Beschwören von Gegnern. Naja, gut. Jetzt sind wir hier, dann schauen wir uns dieses Symbol hier, das hier mal ein bisschen an, hätte ich gesagt. Da haben wir nochmal zwei Magier. Ich hätte eigentlich ganz gerne, dass es jetzt wieder Tag wäre, da wird man mehr sehen. Hier scheint aber tatsächlich nichts zu sein. Okay. Oh. Ach so. Ach, war mal hier schon. Sieht so aus, als ob wir da in diesem Gebiet ja schon gewesen sind. Das ist schon aufgedeckt. Ja, genau, da waren wir ja schon wegen Dings. Wegen den einen Schrein, glaube ich. Das heißt, wir gehen jetzt hier nach Norden. Da. Talendor und Kaldruns Festung. Ja, okay. Da wollen wir nicht hingehen. Wir gehen in die Richtung. Nochmal ganz kurz speichern. Speichern ist nie verkehrt. Ich liebe es, speichern zu können. Da vorne ist irgendwas. Eine Statue. Da ist auch noch was. Da haben wir noch eine Truhe, wie es aussieht. Schauen wir mal ran. Wenn er nicht gerade hängt. Ah, jetzt. Gegner. Ich glaube, die sollte man noch vorher erledigen. Die würden uns doch nur wieder behindern beim Aufmachen der Truhe. Alles mal mit. Oh, laut Musik haben wir schon wieder Gegner? Nee, doch nicht. Doch? Sehr äußerst blöd, wenn wir schon wieder Gegner hätten. Irgendwann würde ich das ganze Ding gerne nochmal aufmachen. Und dann geht's weiter. Oh, da ist noch ein Streitbar. Oh, und da liegt auch noch was rum. Und Wölfe. Ja, haufenweise Gegner in diesem Spiel. Ja, so kann man natürlich auch die ganzen Orte hier füllen mit Gegnern. So, was haben wir denn da für eine Statue? Auf jeden Fall sind es ziemlich große. Und machen können wir anscheinend hier nichts. Na gut.
oben haben wir noch zwei. Ah, das muss dieses Lager sein, von dem wir gehört haben, wo Eowyn sich hinverkriechen wollte, wo ich gesagt habe, vielleicht erfahren wir ja noch was. Ihr solltet euer Lager wirklich besser absichern, mein Freund. Tretet näher. Ich bin Fürst Gremer von Roten. Welche Neuigkeiten bringt ihr? Roten? Das Königreich Roten liegt jenseits der nördlichen Steppen, weit entfernt von hier. Naja gut, ich suche die Jungfer Elowin. Jungfer Elowin ist nicht hier. Sie sollte beim Schrein des celestischen Lichts auf meine Wachen warten, die den Befehl hatten, sie hierher zu eskortieren. Meine Männer haben ihr berichtet, dass sie nicht dort war. Ist das ein weiterer Verrat von Fürst Davenmore? Hat er noch nicht genug Unheil angerichtet, indem er meinen Sohn Valdane ungerechtfertigt einkerkerte? Sie sollte beim Schrein des celestischen Lichts auf meine Wachen warten, die den Befehl hatten, sie hierher zu eskortieren. Meine Männer haben ihr berichtet, dass sie nicht dort war. Ja, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Ich habe eine Übereinkunft mit Fürst Davenmore getroffen, dass ich meine Legionen an seiner nordwestlichen Flanke zum Schutz gegen die Armeen von Fürst Grimgrab stationieren werde. Doch jetzt werde ich das nicht tun. Die Verhaftung meines Sohnes ist unverzeihlich. Fürst Grimgrab ist ein stinkender Bauerntölpel. Er widert mich an. Doch wenn Fürst Davenmore meinem Sohn ein Leid zugefügt hat, werde ich mich dem Kreuz zu Grimgrabs gegen das Haus Davenmore anschließen. Ja, wir haben ja auch schon gehört, dass er eigentlich den in Kerker gesteckt hat. Aber im Kerker haben wir den eigentlich nicht gefunden, wenn ich mich recht erinnere. Da war nur der eine drin gewesen, der uns zur Diebesgilde geführt hat. Hm, ob das ein Fehler vom Spiel ist oder... Oder Förster Davenmore hat ihn gar nicht eingekerkert und die Gerüchte gehen nur um. Es wäre auf jeden Fall ein geschickter Schachzug von Grimgrab. Ich schwöre bei den Göttern, dass ich die Straßen von Fernhain mit Davenmores Blut tränken werde, wenn meinem Sohn Valdane ein Leid geschehen ist. Jungfer Elowin hat mir einen Brief geschickt, in dem sie mich aufforderte, hierher zu eilen. In ihrem Brief sprach sie von unvorstellbaren Neuigkeiten. Angeblich hat ihr Vater in einem Wutausbruch den Befehl erteilt, Valdane zu verhaften und in den Kerker zu werfen. Sie hat geschworen, dass mein Sohn keinerlei Verbrechen begangen hätte und mir ihre Hilfe bei seiner Befreiung versprochen. Anschließend werden wir alle in die Sicherheit des Königreichs Roten zurückkehren, bevor der Wahnsinn ihres Vaters und sein Krieg mit Fürst Grimgrab noch zu einer Katastrophe führt. Ach so, warum war das? Ja, okay, ich erinnere mich wieder, ist lang her. Aber jetzt lege ich das Schicksal von Fürst Davenmore in eure Hände. Wenn ihr meinen Sohn Valdane findet und für seine sichere Rückkehr sorgt, werde ich dem Haus Davenmore nicht den Krieg erklären. Andernfalls werde ich meine Streitkräfte mit denen von Fürst Grimgrab vereinen und das Land dem Erdboden gleich machen. Ah, das ist nicht gut. Das heißt, wir müssen Valdane auch noch finden. Und ich glaube nicht, dass der in Fernhain war. Ich habe eine junge Maid namens Mara nach Fernhain geschickt, damit sie dort möglichst viele Informationen sammelt. Reist zur Schenke in Fernhain und sagt der Schankmaid, dass ihr nach dem verlorenen Adler sucht. Dadurch wird sie wissen, dass ihr auf unserer Seite steht und nach meinem Sohn Valdane sucht. Sie wird dafür sorgen, dass ihr euch mit Mara treffen könnt. Haltet euch genau an Maras Anweisungen. Sie genießt mein volles Vertrauen. Also an Grimgrabs Dings hätte ich tatsächlich die Elowin entführt, allerdings auch Valdane. Einfach, dass das so kommt wie jetzt, dass die alle sich gegenseitig bekriegen und so weiter. Also, das wäre doch das erste Dings. Das heißt, wenn wir vielleicht Valdane finden, könnten wir vielleicht auch Elowin finden. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall mit dieser Mara reden. Ich habe eine junge Maid namens Mara nach Fernhain geschickt, damit sie dort möglichst ja, das hat man schon. Wenn meinem Sohn irgendein Leid geschieht, so schwöre ich bei allem, was für Fürst Davenmore lieb und teuer ist, dass ich gegen sein Haus Krieg führen werde und persönlich dafür sorge, dass Fernhain bis auf die Grundmauer niedergebrannt wird. So kann man es natürlich auch machen. Halte deine eigenen Soldaten aus dem Ding raus und lass deine Gegner quasi sich gegenseitig kaputt machen. Ich lege das Schicksal von Fernhain und von Fürst Davenmore. So, ein verlorener Prinz hier. Findet Valdane den Sohn fürs Fürsten Grimmer und... Ah, jemine. Also euer Lager ist wirklich nicht gut befestigt. Wenn ich das so sehe, dann bin ich...
dann bin ich mir ziemlich sicher, dass der Faldane nicht von Dings entführt worden ist, sondern von Grimgrab. Ist denn jetzt noch der da? Captain. Das ist doch einer der Gegner, oder? Das heißt, wir haben sogar einen Captain hier. So, und das sind unsere Leute. Besser gesagt, Grimmer-Leute. Irgendwas Interessantes weiß ich. Nö, überhaupt nicht. Ja, also das Lager, das ist wirklich nicht gut befestigt und geschützt. Naja, gut, was soll's. Das ist eigentlich nicht meine Sache. Und in den Selten haben sie noch nicht mal Betten. Na gut, schauen wir nochmal weiter nach Norden. Ja, da ist nicht mehr viel. Dann können wir zum Teufelssumpf gehen. Dann haben wir nämlich diese Gegend hier, die westlich von Fernheim komplett fertig, soweit ich es gesehen habe. Dann können wir schauen, ob wir nach Fernheim reinkommen. Und ich denke, das werden wir können. Und dann können wir wahrscheinlich nach Süden rausgehen. Wahrscheinlich sollten wir aber erst nochmal mit dem König reden. Und in die Schenke natürlich gehen. Und wenn wir in Fernheim sind, können wir auch endlich diese Vampir-Quest machen. Das sollte jetzt mittlerweile kein Problem mehr sein. Aber ich hätte gesagt, gehen wir doch erstmal in den Sumpf. Wenn wir schon hier oben sind, dann können wir halt, wie gesagt, das westliche Gebiet um Fernheim komplett fertig machen. So. Vom Sumpf sollten wir uns ja fernhalten. Allerdings sind wir, glaube ich, ganz gut dabei, dass es uns keine so großen Probleme mehr macht. Es sei denn, es ist so ein Dings wie die Drachen mit Level 24 Gegner. Dann könnte es natürlich schwierig sein. Wir werden sehen. 4 Punkte, da geben wir auf jeden Fall hier auf 19 hoch. Gehen wir noch ein bisschen auf. Oh. Ja, die Bewegungsgeschwindigkeit von den Rüstungen ist jetzt, glaube ich, relativ hoch genug, damit wir keine Probleme haben, um da noch weitere Punkte drauf zu geben, meine ich. So, hier geht's zum Sumpf. Teufelssumpf, genau. Jetzt bin ich mal gespannt, was uns da erwarten wird. Bisher ist es überhaupt noch kein Problem. Hat aber nicht viel zu sagen. Oh, gibt's hier überhaupt irgendwas? Hier gibt's nicht mal Gegner. Was in dem Spiel schon etwas ungewöhnlich ist. Das sieht interessant aus. Oh, und da ist eine Hütte. Das ist einfach nur ein Baumstumpf. Ja, aber da haben wir eine Hütte. Das sieht doch interessant aus. Also, Teufelssumpf, keine Ahnung, was das hier sollte, warum wir da so gewarnt worden sind. Lief doch alles ganz gut. Dann schauen wir mal, was das für eine Hütte ist. Und dann geht's nach Fernheim. Ich denke, wir kommen nach Fernheim wieder rein. Gut, dann sage ich mal, vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge dann. Tschüss.